Hallo zusammen zu einem weiteren Gedankenglitzer. Und es hat mich einfach angemacht, in die frische Natur rauszugehen, in die frische Luft raus. Denn mein heutiges Thema hat mit den Masken zu tun. Da ich ja hier in den Schweizer Bergen auf 1000 Meter wohne und nicht sehr häufig unter vielen Menschen bin, ist dieses Thema bis jetzt, bis auf wenige Stunden, schon mal spurlos an mir vorbeigegangen. Und die Zeit, als ich die Masken getragen habe, habe ich mir einfach vorgestellt, wie es ist, wenn der Bergwind mir um die Nase weht und ich diese wunderbare frische Luft einatme. Ja, und für die, die jeden Tag stundenlang diese Masken tragen müssen, ist es natürlich nicht so einfach. Und wer weiß, vielleicht ist aber trotzdem der Gedanke, den ich zu den Masken habe, auch recht beeinflussend auf mein gesamtes Wohlbefinden. Also vielleicht muss ich meine Gedanken dazu anschauen, wie ich über das Thema denke. Egal, auf jeden Fall habe ich mich schon vor längerer Zeit immer wieder ein bisschen gefragt, es heißt ja, wie innen, so außen. Und die Masken sind jetzt ein Zeichen im Außen. Wie die Krankheit. Wenn ich krank bin, ist das für mich ein Außenzeichen von meiner psychischen Innenwelt. Und in der Krankheit kommt es dann im Außen zur Sichtbarkeit, wird es sichtbar gemacht. Und was wäre denn die Innenwelt, wenn jetzt die Masken die Sichtbarkeit der Innenwelt ist? Und die Masken sind ja auf der ganzen Welt verbreitet. Das heißt, dass auf der ganzen Welt das Gleiche im Innen sich befindet, dass wir jetzt überall die Masken haben. Das ist auch spannend. Irgendwann habe ich mir so überlegt, naja, die Maske sagt ja, Schluss mit Sprechen. Und jetzt könnten wir uns fragen, dürfen wir vermehrt lernen, auf unser Gefühl, unser Herzaustausch zu schauen? Und in der letzten Zeit sind mir gerade verschiedene Themen über den Weg gelaufen in Bezug auf Betrug, zum Beispiel Internetbetrug. Verkaufen Sie da Thermomix und schlussendlich bezahlen die Leute und sehen aber ihren Thermomix überhaupt nie. Ich habe da wirklich reell zu tun mit einem, und den benutzen diese Trickdiebe als Profilbild. Er gibt sein Profil her, verkauft über Marktplatz, im Facebook verkauft er da die Masken, die Thermomix. Und die Menschen bezahlen dann das Geld, die 1300 Franken, sehen aber nie den Thermomix. Und diese Trickdiebe, die haben von diesem Mann, haben sie die Kontodaten ergaunert. Er ist so gutgläubig und hat gedacht, er bekommt dann einen großen Kredit, weil er ja finanziell total im Arsch ist. Hat er dann gedacht, ja, wenn ich gebe ihm diese Kontodaten, die haben die Login-Daten, die haben alles von ihm. Und die schaufeln jetzt Geld auf sein Konto, heben wieder ab. Und anfänglich musste er sogar noch quasi den Zins bezahlen, dann mal die 700 Franken. Ja, die musste dann irgendeiner auf ein belgisches Konto überweisen. Und dieser Mann hat gedacht, hat gar nicht gemerkt, dass das ein großer Betrug ist. Denn er hat nur gespürt, ich habe einen großen Haufen Schulden. Ich brauche dringend Geld. Ja. Und die haben ihn so eingelullt. Inzwischen darf er dann mal auf dem Polizeiposten auftreten, weil er bereits wegen Betrug angezeigt worden ist. Aber eigentlich ist er ein armes Opfer. Und diese Trickdiebe, also dieses Thema kam mir auf den Schirm, und dann kam mir auch noch auf den Schirm wegen diesen, dass man so in einer kurzen Zeit schnell mal sechsstellig verdienen kann. Alle diese Themen, die da im Netz zu finden sind, die Menschen ködern mit irgendwelchen Versprechungen, die gar nicht wahr sind.
Hat das wohl was mit den Masken zu tun? Weil auf der ganzen Welt so viele Unwahrheiten ausgesprochen werden? Weil auf der Welt so viel betrogen wird und eben nicht die Wahrheit gesprochen wird? Zeigt sich das in den Masken? Ach, ich für mich habe schon längstens Frieden geschlossen mit diesen Themen. Also mit dem Maskenthema. Aber mit dem Thema Betrug, da bin ich gerade auch bei mir selber ein bisschen am Lernen, am Rausfinden, was hat es da mit mir zu tun. Denn wenn ich ein Coaching anbiete und ich da meinen Preis festlege, ziehe ich da die Menschen über den Tisch. Weil die Preisdifferenz mit anderen ist manchmal riesengroß. Mein Preis, aber auch andere, die da schon im Tausenderbereich sind, im Zehntausenderbereich für zum Beispiel 3-4 Monate Coaching. Wow, ich sage nicht, das ist zu teuer. Das wäre es mir definitiv nicht wert. Doch auch da wird man wieder geködert. Bist du dir denn das nicht wert? Und das sind alles so Sätze, die die Menschen dann irgendwie irgendwo hinschieben. Und vielleicht ist das ein Maskenzeichen, weil ganz viel betrogen wird im Innen, bis anhin gelogen, betrogen. Die Politik, ob da gelogen wird, bin ich mir nicht so sicher. Die sind vielleicht alle ganz ehrlich. In der Corona-Geschichte verstehe ich die Welt auch nicht. Wie der Marco Riemann mal sagte, ich weiß es nicht und ich weiß es echt auch nicht. Aber dass da verschiedene Ärzte total unterschiedliche Meinungen haben, wird da betrogen oder ist das einfach verschiedene Meinungen? Was ist die Wahrheit? Also dass auf jeden Fall viel gelogen und betrogen wird, wissen wir alle. Und jeder kann bei sich selber schauen, wo betrüge ich denn? Und vielleicht sind die Masken genau das Zeichen im Außen, dass es jetzt höchste Zeit wäre, um etwas im Herzbereich zu verändern und sich zu fragen, ist das mein Wert? In dem Sinn wünsche ich euch, schaut auf eure Werte, schaut mal hin, wo betrüge ich vielleicht mich selber? Einen wunderbaren Tag, Herbsttag. Jetzt habe ich noch Rosen hier hinten, doch bald werden auch die verblühen. Tschüss, bis bald.